See how much I want it. See how bad I need it. You gotta look into my eyes. Moin, ihr Sinsler, und herzlich willkommen hier auf der weihnachtlichen Dachterrasse. Wir haben uns nicht lumpen lassen und alles nochmal schön eingeschmückt. Jetzt wurde es sozusagen Richtung Dezember und Weihnachten. Weihnachten geht. Kommt immer näher. Das ist so. Wisst ihr, was zu Weihnachten immer ansteht? Genau, Braten. Große Stücken werden gern verarbeitet. Und wir waren ja vor kurzem in Bayern unterwegs und haben dort ein fränkisches Schäufele. Wir waren in Franken, ich glaube in Niederfranken, und haben dort ein original traditionelles niederfränkisches Schäufele gegessen. War das erste Mal in unserem Leben. Ja, und so ein bisschen an so einen Krustenbraten. Genau, es also war eine Schwarte nicht, dran, es war richtig zartes Fleisch. Ja, aber es war ja so. Für uns war es ein bisschen wie ein Krustenbraten. Und was soll ich sagen? Wir haben feststellen müssen, es gibt verschiedene Zubereitungsarten des Schäufele, und heute machen wir badisches Schäufele. Genau, jetzt die Katze aus dem Sack. Das Stück hier ist ein Schäufele, was wir uns vom Schwarzwälder haben zuschicken lassen. Der hat nämlich gesagt, Jungs, wenn ihr sowas gerne mögt, es gibt auch eine badische Variante davon. Der Schwarzwälder liegt da, ne? Im Baden. Genau. Ja, ja. Nee, das also, war ja. Ich bin erdkundetechnisch stark bewandert. Und ihr werdet gleich feststellen, dass dieses Rezept in der Zubereitung wirklich super einfach ist und auch gar nicht mal so lange dauert. Also es ist eigentlich ein Rezept für Menschen, die sagen, ich möchte gerne Outdoor was machen. Mit einem Dutch Oven bietet sich nämlich an. Ja. Und das Ganze möglichst einfach und in möglichst kurzer Zeit möchte ich meiner Familie ein schönes Bratenstück servieren. Das ist das Ziel der Aufgabe hier. So ist es. Vielleicht ganz kurz zum Thema Schäufele nochmal, um einmal abzuholen. Mhm. Grundsätzlich, Schäufele ist immer Schweineschulter ohne Knochen. In dem Fall ist die gepökelt und mild geräuchert. Mhm. Das heißt, die sieht ist man ja auch hier schon, die Farbe. Ja, man sieht es auch hier. Ich habe einen Teil, also das geht noch hier weiter, aber das passt dann nicht mehr so gut und wäre für uns zu viel. Deswegen haben wir die so ein bisschen halbiert. Und das kann man eigentlich so schon essen. Das ist schon fertig gegart, zumindest bei diesem badischen Schäufele. Das ist eigentlich hier die Besonderheit. Und wir machen die jetzt eigentlich, zumindest habe ich es so gelesen, traditionelles Rezept wurde uns da geschickt. Ich hoffe, das ist auch so. Und eigentlich machen wir die nur in einem Sud warm. Ich bin total gespannt, wie das schmeckt. Das ist auch der Grund, warum es sich für einen Dutch Oven eben anbietet. Ne? Weil du kannst es jetzt einfach aufkochen lassen. Dieser Sud wird aufgekocht, danach wird das Ganze quasi warm gemacht. Ja, und dazu gibt es noch eine sehr leckere Beilage. Ich habe nämlich hier so ein Sauerkraut und daraus mache ich so ein Rahmsauerkraut. Ich hoffe, das wird was, aber ich könnte mir vorstellen, das wird ganz lecker. Ja, wollen wir einfach starten? Ich fange mal an. Wir brauchen für diesen Sud eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel. Und da wir am Ende das Fleisch aus dem Sud nehmen und nicht weiter den Sud verwenden, können wir im Prinzip den Knoblauch schälen und dann einmal nochmal andrücken, dass der einfach so ist, wie er ist. Den brauchen wir nicht hacken, den brauchen wir nicht pressen, gar nichts. Einfach nur die Schale abnehmen und dann nochmal andrücken, fertig. Das heißt, den hier nehme ich jetzt, mache nochmal so. So kann der gleich mit den Sud rein. Und bei der Zwiebel schneide ich eigentlich auch nur die Enden ab. Und ich würde auch hier jetzt die Schale dran lassen, denn in der Zwiebelschale ist viel Geschmack. Ja. Ne? Haben wir vor kurzem mal im Video auch gemacht. Ich glaube, das war der Rinderbraten oder so, da haben wir auch einen Sud gemacht und haben auch extra die Schale dran gelassen, einfach um diesen Geschmack der Zwiebel noch ein bisschen mit reinzubringen. Ich schneide die nur so ein bisschen in Ringe, nicht, dass ihr euch wundert. Ihr könntet die theoretisch auch ganz lassen und halbieren, aber ich will ein bisschen die Oberfläche erhöhen. Das heißt, das einfach, ja, keine Ahnung, ob das bei einem Sud was ausmacht. Beim Braten, je mehr Oberfläche, desto mehr Röstaromen, mehr Geschmack und so weiter. So reicht mir das. Und ansonsten habe ich hier noch eine Handvoll Zutaten. Ich habe einmal ein Lorbeerblatt, dann habe ich hier drin, ich hätte dafür auch einzelne Schälchen nehmen können, aber ich dachte mir, so geht's auch. Ich habe hier drin abgezählt 8 schwarze Pfefferkörner, 5 Wacholderbeeren, 2 Pimentkörner und 2 Nelken, getrocknet alles. Und sehr die gut. kommen mit in den Sud das rein. Das riecht auch immer richtig krass, ne? Ja, das ist hier richtig. Das ist immer gleich Weihnachten, sobald man, also ich finde, sobald Nelke, man Nelke ne? hat, ja, ne, ist genau. das Thema schon durch. Auf jeden Fall ist es so, wenn ihr das genaue Rezept nochmal haben wollt, wir schreiben es selbstverständlich auf dem Blog nieder oder der Kollege hier rechts. Ich gebe mir Mühe. Wird das machen? Stets bemüht, sagt man. Du hast ja hier jetzt auch schon 2 Sachen vorbereitet, nämlich 2 Dutch Oven. Beide gleich groß. Genau. Ihr seht Unterschiede. Einer hat eigenständige Füße und der andere nutzt so einen Pfannenknecht. Um den da quasi oben drauf. Heißt das so, Pfannenknecht? Keine Ahnung. Eine Edelstahlerhöhung. Am Ende steht der genauso hoch, wie wenn er Füße hätte. Ich glaube, gerade verwechselt. Kann aber auch auf den Rost gestellt werden, wenn man dieses Edelstahlding weglässt. Ja. Der hat keine Füße so. Und das Coole ist, wenn man viel mit Dutch Oven oder Dutch Öven arbeitet, hat man das vielleicht schon mal gesehen, man kann die übereinander stapeln
Und das war auch eine Sache, die wir euch heute mal zeigen wollen und auch eine Begründung abgeben wollen, warum es mehr Sinn macht, auch mehr Dutch-Öfen als nur einen zu haben. Denn man kann die nach oben hochstapeln und so ein vollwertiges Gericht auch zubereiten, ohne dass man noch unheimlich viel mehr Kohle braucht und dann überall Platz, also sehr platzsparend auch. Gut, so ist es. Nimmst du mir einmal den Deckel runter, bitte? Klar. Hier ist ein Deckelheber. Hier. Ach ja, stimmt. Ich habe einen extra Dafür Hänger. Gibt's den ja auch. Ja, ja, dafür gibt's den. Ah, siehste. So, wichtige Info noch. Am Anfang sind hier sehr viele Briketts drunter, denn unser Sud muss einmal aufkochen. Der Sud wird jetzt vorbereitet. Ich habe hier einen Liter Wasser. Oh, ist auch warm. Ja, wir stehen hier schon ein bisschen. So ist ja das nicht. Ist handelsübliches Wasser. Ein Liter. Und ich brauche ein Drittel Weißwein. Das ist ein Weißwein aus Baden. Also aus der Gegend da. Ein trockener, ganz wichtig. Und da brauche ich ungefähr einen halben Liter. Wie viel ist hier drin? Ein Liter? Naja, ein bisschen rein. Also guten halben Liter Weißwein rein. Jetzt haben wir nicht mal was zum Probieren dafür, ein Weißwein, ne? Warte mal. Noch ein Schluck. So, ich würde sagen, halber Liter Weißwein ist drin. Und jetzt, Julian, hast du die Ehre und darfst das da rein schütten. Und ich nehme mir Knoblauch und Zwiebel und schmeiße es da rein. Vielen Dank. Und jetzt muss dieser Sud einmal aufkochen. Und wenn der Sud dann aufgekocht ist, nehmen wir Briketts weg, weil wenn das Schäufele reinkommt, soll es nicht mehr kochen. Es soll nur noch so ein bisschen heiß sein, das Schäufele aufwärmen. Der Deckel kann jetzt erstmal rauf und du kannst im Prinzip erstmal dich um eine Beilage kümmern. Ja. Zum Thema Beilage habe ich hier unser Lieblingsprodukt, wenn es zum Grillen geht. Ne? Ja, Bacon. Alles schmeckt besser mit Bacon. So ist es. Und klassisch wird wohl das badische Schäufele mit einem Kartoffelsalat gereicht. Haben wir übrigens ein Rezept zu und das ist wohl auch vom Rezept her, wie mir in den Kommentaren geschrieben wurde, sehr ähnlich zu dem schwäbischen Kartoffelsalat. Ich weiß nicht, ist das die gleiche Ecke? Es ist auf jeden Fall da in der Ecke, so, Freunde. Jetzt, wenn du dich hier noch weiter in den Nesseln setzt mit deinen Geografiekenntnissen, ne? Da kriegen wir richtig auf den Deckel. Baden, Schwaben und so, erkenne ich mich einfach nicht aus. Wir sind froh, dass wir eine Grillzange halten können. Bring das auf den Punkt. Ich bin froh, dass ich klatschen kann. Kannst du das mal zur Seite nehmen? Na klar. Ja. Also ich röste jetzt ganz kurz ein bisschen den Bacon in der Pfanne an, denn ich habe ja gesagt, ich mache so einen Rahmensauerkraut. Und Bacon ist wichtig. Der kann also einmal ganz kurz ein bisschen angeschwitzt werden. Als nächstes Sauerkraut mit rein. Oh ja. Oh ja. Das sind die Geräusche, die wir brauchen. Meine Damen und Herren. Ich liebe es ja auch, Sachen im Baconfett anzubutzeln, ne? Ja. Geht nicht besser. Sieht man eigentlich, dass ich eine Jogginghose trage? Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich vor dem Dreh die Hosen nicht mehr gewechselt habe. Das fällt mir gerade so ein. Oh Mann, ey. Macht nicht. Eine Joggingpeitsche auf Arbeit. Aber im Büro ist es viel gemütlicher so. Das kann ich euch so sagen. Das können hoffentlich alle verstehen. An alle Banker da draußen, anstelle von Anzug empfehle ich Jogginghose, gemütlichen Hoodie oder Pulli anziehen. Und ab geht's. Du, das Ding Anzug ist total veraltet. Ich sag euch, wie es ist. Grillen ist ja auch Geselligkeit. Ne? Ist ja dieses Gefühl. Ja. Dieses Gemeinschaftliche. Ist so. Und auch dieses Runterkommen, sich beruhigen, entspannen und so. Da gehört eine Jogginghose auch dazu. Mitunter. Erst ein bisschen Apfelsaft. Denn Sauerkraut hat ja auch immer eine sehr krasse Note. Die gebe ich auch gar nicht komplett dazu, weil ich das nur ein bisschen einköcheln will. Mhm. Und ein ganz klein wenig braunen Zucker werde ich noch dazu geben. Einfach, um noch ein bisschen Süße reinzubringen. Bitteschön. 2 Esslöffel, schätze ich, werden das sein. Das sind insgesamt 3, hatte ich reingemacht. Echt? Ja. Okay, dann habe ich mich gerade völlig verzockt. Okay, so. Sorry. Und ich gieße das auch eventuell zwischendurch noch mal ein bisschen mit Flüssigkeit auf. Aber im Grunde genommen kann das einfach jetzt so ganz langsam vor sich hin garen. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Gucken wir mal rein. Ich vermute, man hört... Ja, guck mal. Guck mal, wie schön das köchelt. Ja, jetzt köchelt es richtig aufgekocht quasi. Genau, dieses Aufkochen ist wichtig. Es braucht auch nur 1-2 Minuten aufkochen, aber es ist wichtig, damit sich vom Piment, Wacholder, Beere, Nelke und so alles, was getrocknet ist, sich die ätherischen Öle frei... Ich wollte gerade lösen sagen, aber die ätherischen Öle da drin, der Geschmack soll freigesetzt werden. Das funktioniert so. Man kann übrigens so Wacholderbeeren und so auch in einem Stößel mit einem Mörser, in einem Mörser mit einem Stößel so vorher ein bisschen klein machen, dann gibt es wahrscheinlich noch mehr Geschmack ab, aber so reicht das. Aufkochen ist super. Jetzt kommen ein paar Briketts unten drunter weg, das macht Julian hier schon. Ja. Denn, ganz wichtig, es soll ja jetzt gleich nicht weiter kochen. Das heißt, wir, was weiß ich, so 6 Briketts bei so einem 9er oder 8 Briketts reichen dicke, damit es nicht mehr kocht, aber eben heiß bleibt der Sud.
Die anderen kommen dann oben drauf. Willst du das Schäufele einmal reinsetzen oder soll ich eine Zange holen? Warte, ich habe noch meine eine Hand noch frei. Super. Die Schäufelehand. Das Schäufele. Setzen wir jetzt oben ein. Yes, sir. Alter, der Geruch ist wahnsinnig. Ja, ne? Wahnsinn. Und dieser Sud, der hat ja richtig Power, ne? Das, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich habe es noch nie probiert. Ich hoffe, es wird lecker. Jetzt kann der Deckel oben drauf. So, ich hätte sonst einen Deckelheber. Und zack. Jetzt können wir eigentlich noch ein paar Briketts hier auf den Deckel legen. Genau. Und den Topf darauf stellen. Genau. Theoretisch. Weil der Hintergrund ist ja, dass die Beilage auch nur leicht vor sich hin köcheln soll. Also jetzt nicht richtig Hitze braucht. Und im Zweifel kann ich da auch noch mal ein bisschen Hitze von oben ranpacken. Oh, das ist dann sozusagen der magische Effekt, wenn man es noch nie vorgesehen hat, dass man die aufeinander stapeln kann. Heidewitzka, Kapitän. Und jetzt packe ich hier oben noch mal aus Prinzip ein, zwei oben drauf, um ein bisschen Hitze von oben zu kriegen. Man stapelt die übereinander und hat ruckzuck den Hauptgang und die Beilage in eins erledigt. Stunde müssen wir jetzt warten, denke ich, Stunde anderthalbe und dann sind wir fertig. Ja. Unser Braten ist fertig, beziehungsweise unser badisches Schäufele. Das badet aber wirklich, ne? Alter, ich wollte gerade sagen, das Badisch kommt nicht etwa von der Region, sondern davon, dass hier alles voller Flüssigkeit ist. Das Ding ist derartig saftig, das habe ich noch nicht erlebt. Wir haben schon wieder eins zum Fotografieren losgeschickt und Corby schon wieder gerade nascht. Ja. Dieses ganze Brett war komplett voll. Ich habe hier schon unter leider Küchentrolle leben müssen. Der wird auch nicht trocken, obwohl er hier an der Luft steht. Der ist immer noch der super. Der wurde gespritzt, dementsprechend. Also, was das angeht, bin ich sehr begeistert. Was ich noch sagen möchte, dieses Schäufele, dieser Braten sollte, zumindest wurde es uns so gesagt, traditionell oder idealerweise bei 60 Grad im Kern gegessen werden. Wir hatten jetzt so 63, 64 Grad. Und? Nee, schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Auf keinen Fall. Ich muss mir mal was von dem Rahmwürsing nehmen, der sieht auch fantastisch aus. Rahmwürsing? Ne? Ja, genau. Mhm. Sauerkraut. Zu viel Livestream geguckt. Alter. Ist auch brutal, ne? Wir naschen jetzt. Alter, ist das lecker. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Dreh durch, ey. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass es ganz einfach geht. Und wir haben die bewusst aufeinander gestapelt, die Töpfe, um euch zu zeigen, dass man Töpfe auch stapeln kann. Wir hätten die auch einfach nebeneinander stehen lassen können. Ja. Kein Thema. Ging so ein bisschen um dieses Mehrwert, was kann man so mitnehmen aus dem Video und so weiter und so fort. Jogginghosen und so weiter. Ja, stimmt, die guten Jogginghosen. Was man halt so braucht. In diesem Sinne, bis demnächst. Daumen nach oben, abonnieren, nicht vergessen. Ich muss jetzt reinhauen, das ist unfassbar. Komm, wir essen jetzt wieder. Und ich werde Alexander auch nichts abgeben, so viel steht fest. Oh, außen mit dem Fett dran ist ja. Oh, Alex ist. Vor allem ist er so zart, ne? That's how much I want it, that's how bad I need it. You